Ach, Esmeralda, es tut mir so leid, dass ich dir falsche Hoffnung gemacht habe. Ich habe gedacht, wir finden das geheime Piratenversteck, aber ich habe leider keine Ahnung, wo es liegt. Und jetzt treiben wir schon seit Tagen hier draußen auf dem offenen Meer und wir finden einfach nicht unser Ziel. Ach, Vater, mach dir doch keine Sorgen. Es ist überhaupt kein Problem. Irgendwann, da werden wir schon Land finden. Und von da aus, da gibt es mit Sicherheit Menschen, die uns sagen können, wie wir wieder zurück nach Hause kommen. Ich hoffe, du hast recht, Esmeralda. Aber als Vater habe ich da wirklich meine Pflicht verletzt und es tut mir unsäglich leid. Ach, Papa, mach dir nichts draus. Wir segeln erst einmal weiter und schauen, ob wir irgendwo Land finden. Was ist das denn? Ein alter Mann und seine Frau? Bleibt hier! Kommt her zu mir! Papa, hast du das gerade gehört? Ja, Esmeralda, was war das? Papa, sieh mal da hinten, da ist ein Pirat! Ein Pirat, er kann uns helfen! Was du nicht sagst, Esmeralda, du hast recht, ein echter Pirat! Holt mich zu euch aufs Boot, ich komme jetzt! Und ehe die beiden sich versehen, ist der Geisterpirat bei ihnen auf dem Schiff. Du bist ein Geist! Was du nicht sagst, alter Mann. Ja, ich bin ein Geist. Kannst du uns helfen, das geheime Piratenversteck zu finden? Ja, das kann ich. Ich kann euch sagen, wo der Weg ist. Aber anschließend müsst ihr zurückkommen und mir einen Gefallen tun. Alles, was du nicht sagst. Also alles. Wir würden alles dafür tun. Hauptsache, wir finden das Piratenversteck. Wir wollen so dringend dahin. Okay. Folgt der aufgehenden Sonne, dann werdet ihr bald da sein. Immer der aufgehenden Sonne nach. Okay, das machen wir. Hier bei dir im Krähennest war aber auch schon mal mehr los. Mann, 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 was ist nur passiert? Ach, Herr Kapitän, seitdem draußen diese Geisterpiraten ihr Unwesen treiben, da kommen immer weniger Piraten zu uns durch. Ja, aber gerade jetzt, ich brauche doch dringend eine Mannschaft für mein neues Schiff und eigentlich hatte ich gedacht, bei dir wäre die beste Anlaufstelle, aber da muss ich wohl weitersuchen. Hier im Krähennest ist ja kaum noch was los. Früher war es mal das gefürchtetste Piratenversteck, aber jetzt? Ja, ich weiß, aber wir sind immer noch das gefürchtetste Piratenversteck. Nur, dass wir jetzt halt Geisterpiraten vor der Küste haben. Und genau die wollte ich vertreiben, aber dafür brauche ich dringend eine Crew. Vater, sieh nur! Land! Da vorne ist Land! Beim Barte von Tortuga! Der Geisterkapitän hat uns nicht angelogen. Hoffentlich finden wir hier das Krähennest. Oh, Papa, das hoffe ich auch. Und dann geht es endlich bergauf und wir können an einem Schiff anheuern und endlich nach Hause fahren. Wenig später stehen Esmeralda und ihr Vater vor dem legendären Krähennest. Esmeralda, wir haben es gefunden. Das ist das legendäre Krähennest. Oh, Papa, wir haben es wirklich geschafft. Dann lass uns schnell rein und uns versuchen, drinnen ein Schiff anzuheuern. Ja, Esmeralda, jetzt können wir endlich nach Hause. Als die beiden das legendäre Krähennest betreten, macht sich bei ihnen Ernüchterung breit. Das ist aber leer hier, das habe ich mir irgendwie anders vorgestellt aus deinen Erzählungen. Ja, Esmeralda, ich habe es mir auch anders vorgestellt. Früher wurden hier legendäre Partys gefeiert und der Laden soll voll gewesen sein mit Piraten. Neue Gäste, tretet ein, tretet ein. Was, neue Gäste? Ihr seid ideal für mein Schiff. Für Ihr Schiff? Das trifft sich gut. Wir suchen ein Schiff. Na dann setzt euch zu mir. Esmeralda und ihr Vater setzen sich zu dem Piratenkapitän. Wie habt ihr das nur geschafft, endlich zu uns durchzukommen? Draußen sind doch Geisterpiraten. Ja, mit den Geisterpiraten haben wir auch Bekanntschaft gemacht, sogar mit ihrem Kapitän. Er war bei uns auf dem Schiff und hat uns den Weg gezeigt zum Krähennest. Na, das trifft sich doch gut. So habt ihr schon Erfahrung gemacht mit den Geisterpiraten und ihr wisst, was auf euch zukommt. Das ist gut für meine Mission, denn ich möchte die Geisterpiraten hier vor der Küste vertreiben, damit das legendäre Krähennest auch endlich wieder legendär wird. Und dabei sollen wir ihnen helfen? Ja, ich hätte mir auch lieber eine andere Crew vorgestellt, aber seht ihr hier in dem Laden eine andere? Nein. Na also, dann müsst ihr mir helfen. Okay, wir helfen Ihnen, aber nur wenn Sie uns anschließend wieder nach Hause bringen. Das mache ich. So haben wir einen Deal.
So Leute, das war's hier bei Bambino TV. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet oder uns sogar abonniert. Lasst uns doch bitte einen Daumen nach oben und einen Kommentar da. Und vergesst bitte nicht, all euren Freunden Bescheid zu sagen, dass es unseren YouTube-Kanal gibt. Tschüss, bis zum nächsten Mal!